mitten aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast heute Sonja Kraus. Live-Musik kommt von den Powercriner. Und hier ist der Mann, der mit einer Kommunikations-App gesteuert wird. Pierre M. Krause! Guten Abend, herzlich willkommen zur Show. Vielen Dank, hallo, Baden-Baden, guten Abend. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett. Oh, Sie sind so nett zu mir. Vielen Dank, hallo, Mambo. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr, sehr nett, dankeschön. Danke, vielen Dank. Setz dich wieder hin, vielen Dank. Setz dich wieder hin. Alles gut, setz dich wieder hin. Zeit haben wir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist ein tolles Publikum. Guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, yeah. Wie geht es euch? Schlecht. Was schlecht? Wieso schlecht? Was ist denn? Krank. Oh Gott, das wusste ich nicht. Was habt ihr denn? Hämorrhoiden. Und ich dachte, das waren einfach nur Standing Ovations. Okay. Hey, wo wir schon mal dabei sind, es wird Ihnen das hier bestimmt gefallen. Das habe ich gefunden vor ein paar Wochen im Badischen Tagblatt. Ich habe den Zeitungsausschnitt mitgebracht, damit Sie glauben, dass er echt ist. Das wird Ihnen gefallen. Haben Sie das gelesen? Ist das nicht schön? Es ist ein bisschen billig, ich gebe es zu, aber es ist auch schön. Biathlon. Kritischer Bericht über das Biathlon. Aber ganz ehrlich, Sie lachen. Probieren Sie das mal aus. Das Ziel von einem Biathlon ist gerade mal so groß wie eine 2-Euro-Münze. Probieren Sie das mal aus. Aber legen Sie vorher bitte alles mit Folie aus, wenn Sie es ausprobieren. Ich habe dieses Rennen übrigens gesehen. Am Anfang lief es flüssig, am Ende war der Druck weg. Ich schenke Ihnen das hier, bitte schön für Sie. Wenn Sie das gut finden, dann ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich zeige es Ihnen doch, weil es auch echt ist, aus dem Leben und aus der Region. Ich war kürzlich in Stuttgart und habe aus dem Auto raus, ich habe dem Fahrer gesagt, fahr ein bisschen langsamer, aus dem Auto raus fotografiert eine Haustechnikfirma mit einem Werbeclaim, einem Werbespruch, der sehr, sehr treffend ist. Schauen Sie mal. Kotzhaustechnik, alles fließt. Das ist sehr, sehr pfiffig. Die machen übrigens jetzt dann, also wenn bald Frühling kommt, wenn sie ihre Terrasse so abstrahlen wollen, hier mit dem Kärcher, die machen jetzt auch Kärcherarbeiten. Kotz, jetzt auch im Strahl. Kommen wir zurück zu Hintersinnigem und Subtilen, wie Sie es von mir und wie Sie es von dieser Show gewohnt sind, meine Damen und Herren. Kommen wir zu Zwischenmenschlichem. Oft ist es ja so, dass wir etwas sagen, aber eigentlich was ganz anderes meinen. Kennen Sie vielleicht, ne? Also ich sage zum Beispiel immer am Anfang dieser Show oder sehr oft, bleiben Sie unbedingt dran, das wird eine fantastische Show heute. Ich meine aber vor allem, bitte schalten Sie nicht um, ich brauche eine Quote. So, das ist die Realität. Und also keine Ahnung, beim Date zum Beispiel, wenn Sie beim Date sind, beim ersten Date. Ich würde sagen, jeder von uns sagt da nicht immer gleich das, was er auch wirklich meint. Schauen Sie mal. Er sagt, ich lade dich ein, bestell dir, was dir schmeckt. Er meint, ich lade dich ein. Nimm ein stilles Wasser und einen kleinen Salat. Er sagt, und das war erst der Anfang. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Er meint, und das war erst der Anfang. Ich hoffe, du willst jetzt nicht stundenlang weiterreden. Oder wenn Sie, was bei mir zurzeit ganz oft ist, alle um mich herum bekommen Kinder. Ne? Und dann bekommt man immer Kinder hingehalten und dann muss man sagen, wie toll diese Kinder sind. Dass es die schönsten Kinder aller Zeiten sind. Und du kannst da ja nicht sagen, boah, ist das hässlich! Du musst ja was Nettes sagen. Deswegen bin ich der Überzeugung, dass auch im Thema Nachwuchs nicht immer das gesagt wird, was auch gemeint ist. Schauen Sie. Er sagt, Mensch, der ist dir ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Er meint, Mensch, der sieht ja aus, als hätte man ihm ins Gesicht geschnitten. Mögen Sie den Vorspann auch so gerne wie ich? Ich kann ihn gar nicht oft genug sehen. Hier haben wir noch einen für Sie. Er sagt, in meiner Freizeit mache ich Poetry Slam, außerdem schreibe ich einen Fashion-Blog. Er meint, ich bin völlig untalentiert, möchte aber unbedingt interessant wirken. Sie sagt, ich gehe mal für kleine Königstiger. Sie meint, ich gehe mal kacken.
Hat sie das gerade wirklich gesagt? Das ist unter unserem Niveau. Hat sie das K-Wort gesagt tatsächlich? Was hat sie gesagt? Sie hat es nur gemeint. Sie hat es nicht. Das ist unter unserem Niveau. Geht das nicht ein bisschen eleganter? Sie sagt, ich gehe mal für kleine Königstiger. Sie meint, ich gehe mal einen braunen Pulli stricken. Ich gehe einen rostigen Anker werfen. Ich lass mal den Bären aus der Luke. Ich gehe mal einen Bob in die Bahn werfen. Ich gehe mal eine Salami in die Schüssel tackern. Ich gehe mal eine Schokorakete zünden. Ich gehe mal eine Sprühwurst in die Keramik spritzen. Ich gehe mal Klabusterbeeren pflücken. Ich gehe mal scheißen. Freuen Sie sich auf die Show. Sonja Kraus, mein Gast. Musik geht's von Power Kreider. Die Single von diesem Album und natürlich hören wir gleich mehr aus dieser Single, aus diesem Album. Vielen, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Willkommen zum regionalen Teil unserer Sendung, denn wir im Südwesten, wir haben es schön und das möchte ich Ihnen zeigen. Ich bin ja letztes Jahr mit dem öffentlichen Bus durch den Südschwarzwald gefahren, durch die Vulkaneifel gefahren und habe dann gedacht, beim Südschwarzwald, wir waren nie im Wald. Also wir sind nie in den Wald reingegangen, wir waren immer nur in den Ortschaften. Dabei ist das doch total passend, weil wir senden ja hier wirklich mitten aus dem Schwarzwald. Also wir senden wirklich, dieses Studio ist im Wald. Also wir sind so richtig im Wald, unser Regisseur ist ein Eichhörnchen, das ist wirklich so. Echt, der sitzt da in seinem Regie-Ding und rennt ganz schnell, kann die Wände hochlaufen und so. So ist es halt, wenn man aus dem Schwarzwald sendet. Und ich möchte Ihnen das ja ein bisschen alles näher bringen, was unser Sendegebiet zu bieten hat. Ich bin derzeit mit der Bahn unterwegs, mit der Wieslauftalbahn durchs Schwäbische. Und da gibt es ja auch Wald vor allem, viel. Und da dachte ich, komm, lass uns doch mal den Wald angucken, ein bisschen was über die Natur lernen. Ja? Und ich habe zwei Naturforscher, Naturführer, Naturexperten, die mir den Schwäbischen Wald erklärt haben. Meine Damen und Herren, kommen Sie jetzt mit. Hier werden Bäume wahr. Hier ist meine neue Station meiner Bahnreise. Durchs Ländle. Michelau! Was erwartet uns in Michelau? Hier ist eins der großen Highlights. Ja? Die Ölmühle, die historische. Die historische Ölmühle? Ja, ja super! Gucken wir uns an, oder? Mhm. Oh, so spektakulär habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Hier wurden früher Rotbucheckern gemahlen. Mhm. Rotbucheckern. Rotbucheckern. Wo gibt's die? Im Wald. Ach. Das ist also der Schwäbische Wald? Ja. Und Sie sind jetzt Waldführerin? Naturparkführerin vom Remsmoor-Kreis. Hallo, Krause. Hallo, Herr Krause. Schön, Sie zu sprechen. Frau? Fischer. Frau Fischer und Herr? Block. Herr Block. B-L-O-C-K. Haben Sie eine Hütte hier im Wald? Nein. Mich hat die Natur schon als kleines Kind interessiert. Da habe ich angefangen, Schnecken zu sammeln. Und dabei ist nicht geblieben. Habe ich auch. In der Pubertät hat das angefangen. So. Dort wächst eine Pflanze, die dort früher nicht gewachsen ist. Die heißt Warzenwolfsmilch. Mhm. Die wuchs ursprünglich... Damit ist Peter Maffay aufgezogen worden, ne? Mag sein. Peter Maffay. Und hier eine Pyramide aus Drahtgeflecht, die einen ehemaligen Ameisenhaufen schützen sollte. Und zwar, das ist ja das Faszinierende, müssen wir sich vorstellen. Ja, dieses Tier ist so klein und macht so einen Riesenhaufen. Und da wachsen wilde Möhren und die wilde Möhre ist also schlicht und einfach die Futterpflanze der Raupe vom Schwalbenschwanz. Okay. Ja. Und machen wir mal einen Spitzname. Oh.
Wenn Sie da runter gucken, die Wieslauf sehen, entlang der Erlen, dann ist das damals ein Sumpf. Sie waren noch gar nicht fertig, Entschuldigung. Also, wer mehr Babys macht? Haben Sie gerade gesagt, wer mehr Babys macht? Heißt das? Hier, gucken Sie mal, wie viele Flieger da weggehen. Es gibt ja alles Babys. Es gibt Babys? Wir haben Babys gemacht im Schwäbischen Wald. Frau Fischer, gleich als ich Sie gesehen habe, habe ich genau gehofft, dass es darauf hinausläuft. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich muss da lang. Musst du das jetzt nicht einziehen? Du hast den falschen Spalt genommen. Das muss aber unter uns bleiben. Vielen Dank an Frau Fischer und Herrn Block aus dem Schwäbischen Wald. Das war sehr schön. Mein heutiger Gast, auf den ich mich sehr freue, sensationelles Outfit, so will ich jetzt schon mal verraten, ist ein Fernsehstar, kann man sagen. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Fernsehmoderatorinnen. Derzeit ist sie aber gar nicht, glaube ich, mit einer regelmäßigen Sendung im deutschen Fernsehen aktiv, macht aber dafür umso erfolgreicher im Internet sozusagen Fernsehen. Unter anderem hat sie auch einen YouTube-Channel, den macht sie einfach nur, weil sie Lust darauf hat und gibt Leuten, die das interessiert, Tipps, umfangreich, Klamotten und so weiter, unter anderem auch Deko-Tipps, wie man seine Wohnung zum Beispiel verschönert. Deko-Tipps wie zum Beispiel diesen hier. Diese Distelblume ist nämlich tatsächlich eine Blume. Und wenn sie trocknet, das muss man sich wahrscheinlich von Namen mal anschauen, dann geht das Ganze auf und hier erscheint die knalllila Blüte. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, aber vor 3-4 Tagen war sie noch über bestimmt 2 Wochen knalllila, wunderschön. Abracadabra, Filibus, zack! Und schon sind die Artischocken bunt. Denn ich habe die einfach mit alten Spraydosenresten angesprayt. Einmal lila, einmal pink, einmal chrom. Da das Ganze hübsch drauf dekoriert. Und schon hat man eine wunderbare Tischdekoration, die über Monate hält, bunt ist, floral und eigentlich nichts kostet. Das ist sehr gut, aber es ist auch ein bisschen umständlich. Was mache ich denn, wenn ich keinen Tortenständer habe und keine Lust auf Sprayen? Wer keine Lust auf Sprayen hat und keinen Tortenständer hat, der kann einfach die Artischocken, die getrockneten, nehmen und sie in der weißen Schüssel drapieren. Selbst das sieht schon super aus. Das ist sehr einfach. Sieht super aus. Sieht super aus. Ich hoffe, wir bekommen noch mehr. Ich kann es auch noch ein bisschen tunen. Ich hätte noch vielleicht ein paar dekorative Kartoffeln. Sieht sehr schön aus. Vielleicht noch ein paar Nägel. Ich glaube, sie hat noch viel, viel mehr Ideen. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, auf die großartige Sonja Kraus! Wahnsinn! Sonja Kraus, meine Damen und Herren, einen fantastischen Auftritt. Ja, ich dachte, weißt du, einzig verbleibenden echten Late-Night-Show im deutschen Fernsehen, so? Da muss man ja schon mal einen heißen Fummel. Aber zeig mal ganz kurz, steh mal auf, dreh dich mal bitte um. Ich glaube, du hast es falsch rum an. Ja. Ich dreh's nachher rum, weißt du? Ja. Nach der Show. Ah, nur das Sitzen ist ein bisschen schwierig. Ich finde das super. Ich finde es ein bisschen irritierend, weil ich mich in deinem Outfit selber sehe. Das wird bei deinem Hüftchen, also eigentlich müssen wir mal Outfit-Wechsel machen. Aber ich weiß nicht, ob ich in das Höschen passe. Diese Hose ist wirklich wahnsinnig eng. Ich traue mich gar nicht richtig zu sitzen, weil ich Angst habe, es macht gleich. Jetzt gibt er an. Nein, wirklich, es ist. Also nicht an der Stelle, sondern einfach, ich kriege auch langsam eine Wampe und so. Und ja. Hast du schon mal eine Outfit-Panne? Das passiert bei Frauen ja öfter. Ja, natürlich. Das Gute ist, dass ich ja meistens mit dem Gesicht zur Kamera moderiere, nicht mit dem. Also von daher, wenn du was platzt oder so, dann bleibst du einfach durchsitzen oder nimmst irgendwie Klebeband. Das gibt ja auch, wenn man nicht live ist, ist das super. Ich habe mich auch schon mal mit dem nackten Poppes auf ein brennendes, also auf ein glühendes Lockeneisen gesetzt. Oh! Weil, ja, als ich noch jung und klein war, habe ich immer so
schicke Mikro-Minis, eigentlich so breiten Gürtel getragen und ja, und hatte ein Maskenbildner auf meinen Stuhl, halt mal kurz das Lockeneisen hingelegt und ich tuff, drauf. Ja, aber das so. Brennt sich doch an. Hast du jetzt so einen Streifen auf dem? Sagen wir es mal so, der rosa-rot verzauberte Maskenbildner war tatsächlich der einzige Kerl, der spürbar Narben an meinem Körper hinterlassen hat. Ja. Ist es wirklich so? Ja. Später. So schick ist es jetzt auch nicht. Also echt gut für die Quote. Das ist toll, was du da machst. Es ist jetzt ein Deko-Tipp gewesen. Du machst, ich habe übrigens noch ein paar andere Sachen. Ich hätte hier noch. Was hast du denn da alles versteckt unter deinem Schreibtisch? Alles wird schöner mit. Ich habe auch noch gedacht, wir könnten noch vielleicht noch ein paar Gurken dazu. Würzgurken dazu machen. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Das hat Style. Aber weißt du, das ist sehr individuell. Halt sehr maskulin, aber auch gut. Steine. Also, mal ganz ehrlich, ich kann dem was abgewinnen. Das ist schon voll. Isst du die gerade? Ja, wieso waren die? Ich weiß nicht, ob das so eine gute ist. Okay, spuck's aus, spuck's aus! Ah, ah. Hier. Nein, die sind ganz frisch. Die sind super frisch, ja, das sind die guten. Das sind die. Nein, noch, aber ja. Was machst du noch? Du hast noch, ich habe einen Clip gesehen, ich habe mir alle angeschaut. Das ist ja nicht nur Deko. Also, was zu tun gehabt? Nein, Clip. Du bist ja wirklich, du bist ja auch in manchen Sachen total schmerzfrei. Man glaubt das gar nicht. Ich bin total schmerzfrei, aber das ist auch, das macht Spaß, weil ich das tatsächlich mit meiner Freundin Birgit, huhu, Birgit, zu Hause drehe. Und ja, irgendwann sind wir beim Gassigehen drauf gekommen, sie ist Fotografin und sie sagt, oh, ich würde auch gerne mal Bewegtbilder machen. Und ich hatte gerade mit so einem YouTube-Blogger, keine Ahnung, was das ist, hatte ich gerade gedreht und der hat mir dann erzählt, was er macht und so. Ich habe mir das angeguckt, dachte ich, oh, das macht total Spaß bestimmt. Und so sein eigenes Ding zu machen und eigene Regie sozusagen, eigene Redaktion. Und ich habe ja so viele Bücher geschrieben, wo ich auch Tipps gebe und dekorieren und wuseln ist so ein bisschen mein Hobby. Und dann machen wir uns einfach einen schönen Tag und sehen uns endlich auch mal ein bisschen die Birgit und ich und ja, dann entstehen diese YouTube-Videos. Wir hatten ja schon mal miteinander zu tun im das Rahmen einer toll. Sendung und das war wirklich toll. Und ganz anders, als wir jetzt ausschauen und ganz anders, als es war. Genau. Super. Wir waren, weißt du was, wir waren beide so ruhig. Ja. Und haben ganz langsam gesprochen. Ja, ungewöhnlich. Und so, ja, ungewöhnlich. Und wir waren sozusagen ungeschminkt, wir waren in der Natur draußen. Speak for yourself, ungeschminkt. Weißt du, es war so ganz gechillt. Ja, wir waren für eine Sendung von den Kollegen vom WDR, die machen ab und zu auch ganz nette Sachen, ja, muss man sagen. Ne? Nicht so cool wie der SWR, aber teilweise kriegt das noch hin, Leute. Waren Schafehüten. Wir waren Schafehüten. Wir haben, glaube ich, auch ein Bild da. Können wir das mal ganz kurz sehen? Wo wir beide, sieht man es, ja? Ja, guck da. Wunderbar, ja. Genau. Toll. Ja, ein lässiges Freizeitoutfit an. Das war wirklich so ein bisschen wie Wander-Yoga, ne? Also, du bist aber so ein Naturtyp. Ich hab dir das, am Anfang dachte ich, ich kannte dich ja nicht persönlich, ich kannte dich nur als Fernsehfigur. Oha. Und ich habe dich dort kennengelernt, als jemand, den ich ehrlich gesagt, wenn ich sage unterschätzt, klingt das so hart. Aber ach komm, gib's mir, ich bin's nein, gewohnt. Aber tatsächlich, wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, also wenn man sich auch mal damit mit dir beschäftigt. Du bist eine super kluge Frau, du hast ein Abitur von 1,6. Okay, es war ein hessisches Abitur. Insofern, ja, und wie lange ist das her? 30 machen Jahre? Wir noch mal, trotzdem ein sehr gutes Abitur. Und so, aber du hast schon auch immer mit dieser Rolle gespielt. Ich habe damit Geld verdient. Ja, ja? Das ist völlig richtig. Für mich ist Geld als Frau, bedeutet das Selbstbestimmung, ja. Freiheit und ich bin unglaublich naturverbunden und auch ein echtes Naturmädchen. Das hat für mich aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier nicht im Selbstgestrickten zu dir komme, zur ja. Late Show. Ja? Also ich stricke auch gerne, aber das ist halt, oder dass ich Make-up oder Beauty-Tricks ablehne. Für mich kommt Natürlichkeit von was ganz anderes, Einstellung zur Natur ja. Und mein tägliches Yoga ist mein Gassigehen mit den Hunden. Wie viele Hunde? Also ganz zwei. Zwei, das sind ganz viele Hunde, ja. Ja, die in dem Format, weißt du, so ein Doggenmischling, der eine ist Doggenmischling, der andere so Dobermann-Kalb, Elefantmischling, irgend sowas. Und die zählen schon für ein paar mehr. Also es sind keine so, Pussy lecker. Aber, Hab ich, warte. Es ist nach 23:30 schon. Eben, da kann man doch mal einen raushauen. Absolut. Komm, mein Gott. Ich würde gerne einem Mitarbeiter, der das jetzt noch nicht weiß, eine Freude machen. Ich habe nämlich bei deinen YouTube-Clips gesehen, du hast dir nicht nur die Brüste hochgeklebt, das werden wir bei ihm jetzt nicht machen, sondern du hast auch, das erfinde ich nicht, dir selbst die Ohren angeklebt. Ja, weil ich... Warum? Ich habe ein Schlappohr. Hier, ich habe ein Stasi-Lauschangriff-Ohr. Oh Gott, wie weit kannst du das denn ziehen? Ja, da sind ja immer die Haare drüber, deswegen habe ich hier nie kurze Haare. Zeig nochmal, das ist doch kein Schlappohr. Doch, das ist ein Schlappohr. Und das steht auch immer wenn ich die Haare ganz glatt habe, steht das da raus. Guck da. Ja, okay. Das andere liegt an. Und das habe ich dann früher, so zu Modelzeiten, wenn mich dann irgendwelche schicken Hochsteckfrisuren, und dann sagt er, oh, was machen wir denn mit dem Ohr? Und dann sage ich, ja, kleben wir an.
So, und das geht ganz super. Also so für kurz mal geht das mit doppelseitigem Klebeband für den Teppichboden ganz gut. Aber es gibt noch einen Trick, der hält wirklich mal so einen ganzen Abend. Und das ist, sag's mal, was ist es? Das ist wirklich Kleber. Ja, das ist Mastix. Das ist etwas, das benutzen Maskenbildner, um Narben herzustellen oder Bärte zu kleben. Und dann gibt's noch die Ultra-Hardcore-Patex-Version. So ein Zufall, ich hab welches da. Mastix extra. Ich habe Mastix da und ich habe einen Mitarbeiter im Team, ein ehemaliger Praktikant. Was er heute macht, weiß ich nicht. Für mich ist er immer Praktikant. Der von sich behauptet, er hätte ganz schlimm abstehende Ohren. Ja, das ist das Zeug, das funktioniert nicht. Das ist das Normale. Es ist, das ist speziell, das ist teure. Ja. Das ist Jan Horst. Ist Jan Horst im Publikum? Ist Jan hier? Horst, kann was jemand... für ein schöner Name. Jan? Jan Horst. Jan. Dann komm mal schnell zum Herrn Komm mal her, mit einem riesengroßen Applaus. Jan Horst, meine Damen und Herren. Hallo, und komm hier rein. Nimm das, nimm doch hier Platz und dann können wir schon mal. So. Aber die gehen doch. Also die ja, ist jetzt. Wir haben ein Foto da. Das ist ja. Wir haben ein Foto da von Jans Familie. Das ist wirklich. Ich dachte ehrlich gesagt, er veralbert mich, aber das ist wirklich ein Foto von Jans Familie. Können wir das mal eben einblenden? Das müssen wir da haben. Ja, da ist es. Es ist kein Witz, es ist wirklich deine Familie. Das oben ist Karl, mein Uropa mütterlicherseits. Nein. Doch, wirklich? Ja, ja. Ja, aber er ist dann im Krieg gestorben, aber da war es gut noch. Jetzt wird's traurig, lass die Stimmung nicht sinken. Ja, ach so, jetzt. Ja, ach so. Nee, dem geht's gut, er lebt immer noch. Und bist du gehänselt worden als Kind wegen der Ohren? Ich wurde tatsächlich Dumbo genannt oft. Ja. Ich habe mir mal eingeredet, es ist nicht wegen den Ohren. Ja. So, Sonja, was machen wir? Wir kleben jetzt die Ohren an. Du bist einverstanden, ja? Ja, Pierre. Okay, cool. Mastix, wo ist es denn? Hast du es? Ja, ich hab's. Okay, mach du mal vor. Erstmal. Jetzt auf den beweglichen Teil des Ohres. Das macht ihr wirklich, ne? Natürlich machen wir das. Scheiße. So, auftragen. So. Ich will jetzt auch. Lassen wir das so ein bisschen antrocknen. Oh, so. Findest du es schön, wenn die Sonja Kraus dir ins Ohr pustet? Naja. Pass auf. Bitteschön. Vielleicht findest du es ja schöner, wenn der Pierre M. Krause dir ins Ohr pustet. Bist ja auch schon länger im Showgeschäft, ne? Oh, so, ja. So, Jan. Ich habe ein bisschen daneben gekleckert, es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt. So, also, guck mal, es zieht so einen ekligen, sieht man das? Es zieht so einen ekligen. Kenn ich tatsächlich. Ab jetzt wird es schmerzhaft. Ah! Okay. So. Ja, das ist wie so ein Gummizeug, ne? So, und jetzt kannst du mal. Jetzt halten wir das da dran? Ja, hast du gepustet? Oh nein, Entschuldigung. Du musst einfach ein bisschen pusten, damit es ein bisschen. Nicht spucken, pusten. Okay. Okay, und jetzt? Kleben wir das an. Lack. So, wir hätten das eigentlich so machen sollen, du hättest es nicht sehen dürfen und dann vor so einem Spiegel, dann musst du anfangen zu weinen. Ah, weißt du, wie in so einer, ja, wie bei The Swan oder sowas. Vorher, wie heißt das? Wie sagt man denn da vorne? Das ist dein neues Ich oder so, ne? Ja. Mach das mal, moderier das mal an, okay. Als wäre es deine Show. Jan Horst, bist du bereit? Ja. Nun siehst du gleich, was 3 lange Minuten bewirken können. Voller Schmerz. Oh, kenn ich. Voller Angst. Voller Blut. Sagst du innerlich deinen Segelohren Ade. Du willst wirklich jetzt. Gut. Okay. Jan Horst. Hier ist es. Dein neues Ich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist. Also, ich würde nie auf Sonja Secrets irgendwas machen, was nicht funktioniert. Es funktioniert tatsächlich, das ist ganz, ganz toll. So. Was kann man sich denn sonst noch so alles... Ja, toll. Ich hatte kurz Angst, dass mein Finger dran kleben bleibt und du meine Fingerkuppe auch noch dran hängen hast. Aber nein, das ist uns Gott sei Dank erspart. Also einen großen Applaus für dich. Vielen herzlichen Dank an Jan Horst. Bleib aber trotzdem sitzen. Bleib sitzen. Und dann die wunderbare Sonja Kraus. Sonja Secrets. Das auf jeden Fall. Bei dir. Den ganzen Abend. Jetzt kommt Musik, meine Damen und Herren. Ich habe es am Anfang der Show schon angekündigt. Sie haben mit einer, man kann sagen, Coverversion von Seiler und Speer, 2 grandiose Comedians aus Österreich. Das haben Sie noch mal neu aufgenommen mit Ihrer Band. Und es ist prompt ein Hit geworden. Es ist eine super Partyband, die auf, wie man so schön sagt, keiner Après-Ski-Party fehlen darf. Hören Sie also jetzt diese Version in einer Akustikversion. Das ist das Album von Power Kreiner!
aktuelle Album hören Sie auf keinen Fall auf zu applaudieren. Vielen herzlichen Dank an Paula Kleiner. Vielen Dank an den armen Jan Horst mit seinem neuen Gesicht. Und natürlich einen Riesenapplaus für Sonja Kraus. Vielen Dank, es war mir eine ganz große Freude. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sonja. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einschalten. Bastian Bielendorfer, mein lieber Freund, ist zu Gast. Ihnen noch eine schöne Nacht. Auf Wiederfernsehen. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Das ist ein sehr großer Knopf, den ich nicht sehe. Aber ihr seht den Knopf. Denn ihr habt sicherlich alle genug Drogen genommen, um Knöpfe zu sehen, die ich nicht sehe. Kein Knopf. Ihr so, voll der Knopf. Und wenn euch dieser Knopf nicht genug ist, dann klickt doch hier.